Okay, so. Übungsaufgabe zum Strömungsfeld. Haben Sie einen Ansatz? Nicht mich angucken, da gucken. Also wenn man einen Ansatz hat, ist es vergleichsweise einfach. Und der Ansatz ist auch nicht schwer, Sie müssen nur eins vor Augen haben. Das Prinzip ist nämlich der Überlagerungssatz oder das Überlagerungsprinzip. Denn im Prinzip haben wir folgendes Prinzip, nee, also wir haben folgende Situation hier vorliegen. Das ist einmal die Situation, wo der Strom hier in das da reinschießt. Meinetwegen mit einer unendlich entfernten Kugel drumherum. Plus das Feld, wo der Strom wieder rauskommt. Meinetwegen mit einer unendlich entfernten Kugel drumherum. Das alles. Also gegenüber dem, was wir eben hatten, da hatten wir ja bloß einen Strom, der irgendwie reingegangen ist. Gut, der hat noch die Halbkugelerde, der macht es aber nur schwerer. Ja, wir hatten den Strom, der irgendwo reingegangen ist und dann verschwand. Da war nur ein Strom da. Jetzt haben wir zwei Strom. So, Sie wären wahrscheinlich unmittelbar drauf gekommen, wenn ich gesagt hätte, rechnen Sie mir mal das aus mit einem zweiten Strom daneben, I2. Und einem dritten Strom daneben, I3. Wie sieht es dann aus? Ne? Also wie ist dann der Strom und die Stromdichte? Dann haben Sie gesagt, okay, überlagern, überlagern, belagern, fertig. Das verschleiert das jetzt scheinbar so ein bisschen, nicht? Dass hier ist der Strom reingeht und da kommt er wieder raus, aber eigentlich ist das nichts anderes. Das heißt, wir können jetzt hier uns die Stromdichten anschauen. Stromdichte, naja, im Prinzip Halbkugelerder, Erder mit Radius 0. Könnte man ja tun, ne? So, und dann machen wir wieder dasselbe wie das, was wir vorher auch hatten. Wir legen hier so ein Kügelchen drumherum und gucken, wie das S hier rausfließt. Und dann haben wir, das ist an der Koordinate X, glaube ich, nicht? Dann würden wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir haben S, Quatsch, I, gleich Integral, Halbkugel, S, dA und naja, das ist dann ja nichts weiter, als dass wir hier das SR radial rausgehend gleich wieder als I durch 2Pi mal R Quadrat haben. R. Da möchte ich jetzt R' Quadrat dran schreiben. Und dieses R' ist jetzt hier die Ortskoordinate mit x gleich minus 2a Mittelpunkt. Also ich habe nichts weiter gemacht, als eigentlich mein Koordinatensystem aus dem Ursprung an die Stelle geschoben. Ne? Und dann habe ich es einfach so gerechnet, als wenn es ein ganz normales radiales Feld wäre. Ne? Weiter ist nichts passiert. So, und dann folgt daraus natürlich für den ersten Strom S gleich I durch 2Pi mal X minus 2a Quadrat. Naja, muss ich aber ganz klar sagen, an der Oberfläche. Ne? Ich schreibe das jetzt nicht vektoriell mehr hin an dieser Stelle, sondern ich sage einfach dazu, ich betrachte jetzt erst an der Stelle nur noch den Strom, der hier wirklich an der Oberfläche fließt. Oder leicht da unten drunter meinetwegen. Denn das ist ja auch das, was mich im Teil 1 nur interessiert. Also was passiert genau entlang der X-Achse? Ne? So, ich muss auch ein bisschen überlegen, wie ist das mit dem Vorzeichen.
Da ich das Vorzeichen jetzt ja so wählen möchte, dass der Strom positiv in positive x-Richtung fließt und negativ in negative x-Richtung, muss ich mal kurz gucken, wenn ich jetzt an der Stelle befinde, ich befinde mich leicht rechts davon, dann muss er nach rechts fließen und ich befinde mich leicht links davon, dann muss er nach links fließen, also in negative x-Richtung. Ne? Deswegen mache ich hier noch mal einen Vorzeichentrick. Den kann man sich aber unter Umständen schenken, indem man nur sagt, im Zwischenbereich. Ne? Man könnte das ja einschränken. Halt, und hier habe ich es verkehrt gemacht. Das ist x plus 2a an der Stelle. Da. So, das Vorzeichen, diese Signumfunktion macht genau das, was sie soll, nämlich macht die Stromdichte an die richtige, mit das, das macht das richtige Vorzeichen an die Stromdichte. So, den zweiten Strom oder zweiter Stromdichtebeitrag analog. Bei x gleich 2a und Strom herausfließend. Auch da nochmal die Überlegung, ich nenne jetzt mal S2. I durch 2pi mal x minus jetzt 2a Quadrat mal die Vorzeichenfunktion, wozu, dass ich die richtig hinkriege. Wenn ich mich links von dem befinde, soll er in positive x-Richtung gehen, weil der Strom fließt jetzt ja hier nach oben. Ne? Wenn ich mich rechts davon finde, soll er in negative x-Richtung gehen. Also 2pi x minus 2a mal minus 1 dreht das Vorzeichen dann nochmal. Ich wollte jetzt nicht hier, ich hätte 2a minus x schreiben können. Tut er das, befinde ich mich links davon, ist das hier negativ, also macht eine minus 1, das macht dann die plus 1, es geht in positive x-Richtung, ist er rechts davon, andersrum. Also ist die gesamte Stromdichte entlang der x-Achse. S gleich i durch 2pi mal, ja, einfach addieren eigentlich, nicht? S Signum von x plus 2a durch x plus 2a zum Quadrat minus Signum x minus 2a durch x minus 2a zum Quadrat. Herr Oberschmidt? Ja. Vielleicht bin ich der Einzige, aber ich weiß nicht, ich habe das Team Signum gerade nicht verstanden. Also Signumfunktion kennen Sie aber, ne? Ja, habe ich gerade gehabt. Naja, also das Einzige, was ich für... Nee, was ich... Ich versuche einfach kreativ, die richtige Richtung des Stroms hinzuzaubern. Okay. Das alles. Gucken Sie sich das jetzt hier an. Ne? Der Strom wird hier... Also fließt hier in der Leitung nach oben. So, das heißt, er speist sich von allen Richtungen. Ja. So. Wenn Sie sich hier befinden, muss der Strom in die Richtung, also in die negative x-Richtung fließen. Wenn Sie sich hier befinden, fließt der Strom in die positive x-Richtung. Also das alles können Sie, alles andere können Sie vergessen, es geht nur um diesen Punkt. Okay. Na? So, und das müssen Sie irgendwie hinkriegen. Das heißt, Sie suchen sich jetzt diese Signumfunktion, x minus 2a, sind Sie unterhalb von 2a, also x ist kleiner als 2a,
dann wird das minus 1 an dieser Stelle. Das ist aber falsch. Sie wollen ja genau die andere Richtung. Also nochmal mal 1 mal minus 1 und schon passt's. Befinden Sie sich hier mit x größer 2a, ist die Signalfunktion positiv, also plus 1. Ist auch falsch, also machen Sie mal minus 1 ran. Das ist alles. Lass uns nochmal gucken. Ich muss mal gerade was in der Musterlösung überlegen. Ich brauche mal gerade einen Stift, einen anderen. Weil ich nämlich gerade in der Musterlösung nochmal überlegen möchte, ob ich das da alles richtig gemacht habe. Es sieht mir nämlich gerade so aus, als wenn nicht. Deswegen gucken wir uns die Vorzeichen nochmal an. Also, der macht so, 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 so. Und der macht so, 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 so. Den können wir auch noch drunter machen. Der macht so. Quatsch, so. Ist doch Blödsinn, was ich hier mache. Entschuldigung. So, heißt also, innerhalb des Bereichs addieren sich die Ströme, das macht ja auch Sinn, ne? Die Stromdichten, sehen Sie das? Die beiden Pfeile gleich. Und außerhalb der Bereiche subtrahieren die sich, also ist die Musterlösung hier, die ich angegeben habe, nicht richtig. Genau, so. Okay, so, was wir jetzt haben wollen, ist, wir wollen das Ganze jetzt zeichnen in B. Zeichnen, das kann man irgendwie mit einem Zeichenprogramm am besten machen. Ich gebe Ihnen einfach mal das Ergebnis an hier. Ich hoffe mal, dass das auch stimmt. Ja, sollte eigentlich. Sie sehen also, dass das hier, und hier ist die Richtung mit drin, hier ist die Elektrode angegeben bei 2a oder minus 2a und hier bei plus 2a, nicht? Und genau an der Elektrode kippt die Stromrichtung, so war es ja auch, nicht? Also von links nach rechts, auf rechts nach links. Und natürlich wird das hier singulär, weil das hier nur ein Punkt ist, aus dem der Strom rauskommt, also wird die Stromdichte da natürlich unendlich. Und dazwischen haben sie so eine Badenwanne-Funktion. Und was da außen passiert, ist nicht so entscheidend. Da fällt es eben quadratisch ab. Wie das sonst, also asymptotisch zumindest, wie das sonst auch so der Fall war, nicht? Was wir jetzt angeben wollten, sind die Feldstärken an den verschiedenen Punkten. Und zwar an, oder erstmal das Feld noch. E ist ja gleich S durch Kappa, also gleich I durch 2Pi Kappa mal SGN x plus 2a durch x plus 2a zum Quadrat minus SGN x minus 2a durch x minus 2a zum Quadrat. Okay, so, dann haben wir das eigentlich mit dem Zeichnen auch schon erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die einzelnen Punkte ausrechnen. An e plus minus 2a wird es unendlich. Und an e von 0 ist es gleich i durch 2pi kappa mal, der ist positiv
Und das wird auch positiv, also 1 durch 2a zum Quadrat plus 1 durch 2a zum Quadrat. Ich hoffe mal, das stimmt. Das ist jeweils ein i durch 2 Pi Kappa mal 2 durch 4 a Quadrat. Und das können wir jetzt auch gerade kürzen. Also i durch 4 Pi Kappa a Quadrat ist es da an der Stelle. Das deckt sich auch mit dem, was in der Musterlösung steht. Also der Fehler in der Musterlösung hat sich nicht fortgesetzt, der war nur da oben bei der kreativen Auswahl der Vorzeichen. Das fand ich so ganz clever gemacht. Jetzt brauchen wir noch das e an den e von plus minus a. Auch da müssen wir einfach nur einsetzen. Also i durch 2 Pi Kappa. Die beiden Signumfunktionen sollten die eine positiv, die andere negativ sein. Habe ich das jetzt richtig rumgemacht hier? Ja, doch, habe ich. Das heißt, die beiden Ströme addieren sich wieder, was ja auch so war, wie wir uns da, also verbildlich so war. Und dann haben wir hier jeweils 1 durch a stehen, also 1 durch nicht ganz. Nehmen wir mal x gleich a, dann steht hier 3a zum Quadrat plus 1 durch a zum Quadrat. Wenn wir das Minuszeichen einsetzen, dann kehrt sich die ganze Geschichte nur um. Also dann steht da eben 1 durch a Quadrat plus 1 durch 3a Quadrat. Ne? Das können Sie sich spaßhalber mal einsetzen. Und das ist dann gleich i durch 2 Pi Kappa mal, das gibt ja 9a Quadrat, ne? Macht also, um das Ganze zu erweitern, hier 9 plus 10, also 10 Neuntel. Okay. So, welche Spannung zeigt das Messgerät an? Also man kann die Frage auch abstrakter stellen. Nicht? Also wie groß ist die Spannung zwischen den Punkten plus a und minus a? Oder umgekehrt. Was rätseln Sie jetzt? Sind Sie an der Arithmetik oder was? Ja, tut's. Schreibe ich gleich hin, wenn ich aufgestanden bin. Spannung berechnen. Hey, der Ansatz muss aus dem so. Entschuldigung, das kommt, also wenn Sie das als Video sehen, kommt das wieder total scheiße. Das ist ja nicht so, das ist ja mehr motivierend gemeint. Warum ich? Ich kann auch hier irgendjemand anders angucken hier. Hier, letzte Reihe da. Sie beide. Ihr könnt schon mal Punkte sammeln. Bitte? Sie sind heute waren Sie pünktlich, Sie sind nicht zu spät gekommen. Ich habe es genau gesehen. Ja? Es ist so einfach, ey. Es ist so einfach. Bitte? Nein, aber ich will ja gar nicht viel von Ihnen. Also es sind ja einfach bloß diese Zusammenhänge. Was? Ich habe das Feld, da steht's. Ich habe das Feld, ich will die Spannung, was muss ich machen? Integrieren. So, Punkt. Das alles, echt alles. So, und alles andere, das schreiben wir dann mal ganz entspannt erstmal hin. Also Spannung zwischen x gleich minus a und a, das ist nämlich die Spannung, die das Gerät anzeigt, ist doch gleich u gleich Integral von minus a bis a e dx. So, das kriegt man doch hin, oder? Gleich. Und das schreibt man auch noch sauber hin, dass der Korrektor bei der Klausur das hinterher lesen kann. Und dann, dann hat man schon gewonnen. Und ich wollte das a Quadrat hier noch hinschreiben, ne? Da. So.
Naja, und dann schreibt man das Ganze noch ein bisschen aus. I durch 2 Pi Kappa. Und jetzt machen wir das mit den Signumfunktionen mal weg, weil wir einfach sagen, wir sind nur in dem Bereich dazwischen. Da brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Dann ist nämlich diese Funktion positiv und diese negativ, macht also ein Plus. Das entspannt dann auch. X plus 2a Quadrat plus 1 durch x minus 2a Quadrat dx. Und was machen wir jetzt? Wenn ihr so langsam antwortet, dann ist das Video so langweilig. Das muss schneller gehen, sonst wird das, also ist das gar keine Action in diesem Video. Ja, und? Okay. Ich mach's dann mal so. Also ich integriere ja nicht, also ich, so ist meine Strategie, ich integriere ja nicht wirklich, indem ich jetzt da anfange mit überlegen und so, sondern ich überlege ja, welche Funktion ergibt abgeleitet das da. Ne? Also ich mag den Begriff nicht, aber er wird ja gerne verwendet, ich leite auf. Ne? So und dann. So, 1 durch x plus 2a abgeleitet ist minus 1 durch x plus 2a Quadrat. Also fast richtig bis aufs Minuszeichen. Ne? So, und denselben Spaß gönnen wir uns hier. Plus, ich mache jetzt das Integral doch wieder in 1, ne? Sparen wir die Schreibarbeit. X minus 2a, auch da muss man ein Minuszeichen dran machen, ne? Oder nicht? Von minus a bis a. Ist gleich. Irgendwie komme ich mit dem. Also irgendwie gefällt mir das Vorzeichen gerade nicht, aber das kann sein, dass das nur ein Zwischenproblem ist. Mal, was ist das? Das ist da ein a eingesetzt macht. Minus 1 durch 3a. Plus 1 durch a. Jetzt gefällt mir das Vorzeichen wieder, ne? Richtig? Ne? Plus, weil das Vorzeichen das andere wegmacht, 1 durch a. Und hier kommt auch wieder ein Plus hin. Minus 1 durch 3a. Ne? Ist gleich i durch 2 pi kappa. Ich weiß nicht, ob man das noch langsamer machen kann. 2 durch a minus 2 durch 3a. Ist das gut? Das ist gut. Ist gleich. Die 2 mache ich mit der 2 weg, dann bleibt da 1 durch a minus 1. Also ich mache i durch pi mal kappa mal 2 Drittel. Ne? So, das ist doch. Und ich habe mal wieder ein a vergessen. Jetzt a habe ich es nicht so. Schön? Ja, wenn man auf den Ansatz kommt, ist logisch, ja. Nee, Sie meinen den Anfang überhaupt, ne? Ja, den Anfang. Ja, ja. Also es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, wenn Sie das ohne die Signumfunktion einfach nur im Zwischenbereich gemacht hätten, ne? Nur das, was Sie sich überlegen, das Einzige, was da drin steckt, was man verstanden haben muss, ist der Überlagerungssatz. Ne? Das Problem können Sie auseinandernehmen in zwei unendlich Kugeln-Dinger, die Sie nur an der entsprechenden Stelle wieder zusammen, nur passend zusammensetzen. Ne?
So, jetzt wird's schön. Das war nämlich die Aufgabe für die Anfänger. Räumliches Denken und überhaupt so Orientierung im Raum ist dabei sehr hilfreich bei diesen Feldsachen. Ne? Also wenn Sie mit Vektoren umgehen und so, sich da orientieren können, wo bin ich, eine Vorstellung haben, in welche Richtung muss denn da was gehen, was ist vielleicht konstant oder was wird gebogen, ist extrem hilfreich hierbei. Sie lachen also in der letzten Reihe. Na, ich hoffe, Sie haben Spaß wegen dieser Vorlesung und nicht trotz. Gut. Geben Sie das Feld im ganzen unteren Halbraum an. Ja, das ist eine Schweinerei, die Aufgabe. So, jetzt passt mal auf. Ich mache das mal so. Das hier ist die x-Koordinate. Und mal das Koordinatensystem nochmal hin. Hier sind wir wieder an unserem Punkt minus 2a. Ne? So. Das Feld, das ist jetzt, also so schwer ist es jetzt nicht, nicht? Das Feld geht ja jetzt hier radial weg. So. Es wäre vielleicht einfach anzugeben, wenn das Feld am Nullpunkt läge. Wenn Strom in den Nullpunkt fließt, dann hätten Sie nämlich einfach 0 und dann geht es radial weg. Und Sie könnten es einfach radial angeben. Dann könnten wir ja angeben, wir haben ja eine ganze Menge schon gerechnet, deswegen mache ich nicht mehr alles komplett. Man hat hier die Ortskoordinate R, die irgendwie als Koordinate wirklich geht. R, die Ortskoordinate wirklich, Ortskoordinate in x, y, z oder meinetwegen auch R, phi, Theta, völlig egal, welche Geschmacksrichtung Sie haben wollen. Wir bleiben erstmal bei x, y, z. Dann brauchen wir nämlich uns keine Gedanken machen über irgendwelche Metriken und so. Nehmen wir das hier mal also erstmal wieder weg. Naja, und dann wissen Sie ja, das Ganze ist radial. Das heißt, es geht mit R nach außen. Deswegen stand eben auch mal der Einheitsvektor, der stand eigentlich nicht, aber Sie haben es diskutiert, der Einheitsvektor ER da noch mit dran. Und dann ist es ja eigentlich nur I0 durch 2 Pi Kappa mal 1 durch R Betragsquadrat mal ER. So, und dieser ER, der ändert sich ja auch, je nachdem, in welche Richtung er geht. Ich möchte das, damit ich damit vernünftig rechnen kann und nicht an einzelnen Stellen ausrechnen muss, in kartesischen Koordinaten gerne hinschreiben. Und da würde ich mir einfach einen Trick ausdenken. Ah, Trick ist das nicht. Das ist übertrieben. R durch R Betrag hoch 3. Denn eigentlich ist nichts weiter, ist ER, ja, der Einheitsvektor nichts weiter als R durch R Betrag. Ne? Ich kann hier auch, ja, ich kann da noch einen Pfeil drüber machen. Muss ich aber nicht. So, es ist ein bisschen Formalismus, ja, und der ist auch sicherlich schwer, dem ist auch ein bisschen schwierig zu folgen, aber mir ist es eigentlich nicht. Okay, jetzt habe ich ein elektrisches Feld, das geht radial von einem Ursprung von 0 aus weg. Jetzt habe ich das Ganze aber nicht am Ursprung, sondern einfach um 2a nach links versetzt. So, wo ist das Problem? Dann versetze ich das da einfach nach links. Um 2a nach links. Also habe ich doch einfach E
von R gleich I durch 2 Pi Kappa mal R minus 2a00 durch Betrag von R minus 2a00. Betrag hoch 3. Das sieht scheiße aus vielleicht, ne? Aber Stress macht das eigentlich nicht. Steht da oder und dann durchgestrichen. Also kann man es weglassen. So ist. Ja, ich möchte nicht, dass wir jetzt irgendwie anfangen, damit den Theta- und Phi-Komponenten noch rumüberlegen zu müssen und dann eventuell noch irgendwelche wirklichen Koordinatentransformationen einführen. Das ist unnötig. So. E geadelt, also von R, ist dann gleich, ich mal das nochmal etwas kompakter hin, 2 Pi Kappa mal R minus 2a00, den Vektor durch Wurzel x minus, ich mache schon wieder verkehrt, ne? Das ist nämlich um da muss Plus rein, ne? So, das plus 2a Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. So, das ist es, ne? Und das zweite E, zweite Elektrode, E2 von R ist gleich I durch 2 Pi Kappa mal, oh, nee, mache ich nicht hier hin. Weil der Platz nicht reicht. Zweite Elektrode E2 von R ist gleich I durch 2 Pi Kappa mal, jetzt haben wir wirklich R minus 2a00, über das Vorzeichen mache ich mir gleich noch Gedanken. Ich schreibe erstmal den Formalismus hin. Wurzel aus x minus 2a Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, funktioniert das mit dem Vorzeichen richtig? Also R muss auf der x-Achse nach rechts zeigen, wenn es zwischen oder vor der Elektrode ist. Und das ist noch nicht der Fall, denn wenn ich hier jetzt mal x etwas kleineres als 2a einsetze, dann wird die x-Komponente hier kleiner als 0 und das ist nicht richtig. Außerdem ist es ja auch so, dass der Strom ohnehin in die andere Richtung gesaugt wird, ne? Also muss da nochmal das Minuszeichen hin. Ja. An die Wurzel muss noch ein hoch 3, an beiden Fällen, ja. Dankeschön. So. Das ist eigentlich die einfache Variante, weil es rein formal nichts weiter macht, als die Vektoren da aufzuschreiben. Ob man damit jetzt irgendwas anfangen kann, hier kommt übrigens auch noch ein Vektor drüber, ist eine andere Frage. Zunächst mal, ne? So, und jetzt bestimmen Sie nun die Spannung zwischen Messelektroden, wenn diese nicht an der Oberfläche, sondern in einer Tiefe von A liegen. Also Sie werden jetzt in das Material reingebohrt, wenn Sie so wollen. Ja, können wir ja tun. Also man tut sowas ja auch, nicht? Also wenn Sie hier Archäologie betreiben und so, dann machen Sie genau das. Dann legen Sie Elektroden irgendwo hin und dann bohren Sie an anderen Stellen, so mit korkenzieherartigen Teilen, da andere Elektroden in den Boden und messen dann Felder und Spannungsabfälle. Und dann finden Sie die Mauern der Römer. Also das ist eine coole Sache eigentlich, ne? Ja. Also sollten Sie jetzt nochmal irgendwie Studienfach wechseln wollen, das ist Archäologie oder so, wissen Sie schon mal da ein bisschen Bescheid, ne? Die Faszination ist nicht so da bei Ihnen, kann es sein?
Dienstagmorgen. Ja, und gerade Dienstagmorgen, ey. So. Okay, bestimmen Sie die Spannung zwischen den Messelektroden, wenn diese nicht an der Oberfläche, sondern in einer Tiefe von A liegen. Tiefe von A. Ich habe jetzt nicht dahin geschrieben, die Geometrie ist nicht mehr komplett zu sehen. Ich hatte jetzt nicht dahin geschrieben, dass die eventuell jetzt noch in der vertikalen Richtung verschoben werden könnten. Ne? Also, die werden einfach nur reingebohrt. Ne? So, Z wird 0. Ne, Quatsch, eben Z nicht, sondern Y wird 0. Also, drittens, Y gleich 0. Z gleich A. Okay, schreiben wir das auf, dann kommen wir hier auf ich habe noch für das E-Gesamt vergessen. Ne? Also E-Gesamt schreibe ich nochmal gerade hin, bevor ich das hier mache. E-Gesamt E von R ist gleich I durch 2 Pi Kappa mal, kommt erstmal der, R plus 2a00 durch Wurzel x minus 2a Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat hoch 3 minus r minus minus 2a00 durch Wurzel x minus 2a, ich habe immer versucht 2a minus 2a zu schreiben, plus y Quadrat plus z Quadrat. So. Und jetzt machen wir das dritte. Z gleich 0. Quatsch, z gleich a. Y gleich 0. Und dann kommt daraus e von r ist gleich i durch 2 pi kappa mal, da ändert sich gar nichts Wesentliches an den Zählern. Aber hier bleibt natürlich nur x plus 2a plus a Quadrat hoch 3 wieder minus r minus 2a 00 durch Wurzel x minus 2a Quadrat plus a Quadrat hoch 3. So, jetzt brauchen wir für die Spannung die Integration. Integral eines Weges. Welchen Weges ist egal? Ne? Wir müssen nur irgendwie da ankommen. Wir nehmen einfach den Weg parallel zur X-Achse. X-Achse in Tiefe A. Außerdem ist z gleich minus A oder plus A, ist es egal. In dem Fall, eigentlich ist es minus A hier, da. So, und wenn wir parallel zur x-Achse laufen, dann müssen wir nur die x-Koordinate betrachten. Denn wir brauchen ja immer nur die Komponente, die wirklich parallel, auch lokal parallel zum Integrationsweg liegt. Wenn wir nur in x-Richtung laufen, ist das nur die x-Komponente, mehr nicht. Ja, das folgt aus dem Wegintegral. Naja. Und dann kommen wir eben hier auf Ex von y gleich 0, z gleich minus ax.
Also ich habe das jetzt ein bisschen blöd sortiert, aber das ist auch egal. I durch 2 Pi Kappa mal x plus 2a, da ist es wieder, durch Wurzel x plus 2a, das ist übrigens Quadrat, plus a Quadrat hoch 3 minus x minus 2a durch Wurzel x minus 2a Quadrat plus a Quadrat hoch 3. Und das muss integriert werden, ne? Werden von x gleich minus a bis x gleich plus a. So, und? Oh, wenn das das ganze Problem ist. Also eigentlich reicht es mal wieder nur eine Seite zu integrieren, weil die andere das gleiche ergeben muss, ne? Also nochmal zusätzlich. Ist das so? Ja, ist so. Solche Integrale haben Sie mal gelöst, ne? Drei Tage oder was? Ja, das ist letztes Semester gewesen. Ja, wir hatten ja aber schon nach 4 Wochen keine Mathe mehr. Wir haben es in 4 Wochen gemacht. Weil das sagt so, meine Frau Mama war ja schwanger. Ich fand es nicht geil. Nee, ich fand es nicht zu schnell. Bitte? Naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ob jetzt Block, oder sowas Blockartiges besser ist als dieses Gestreckte, was wir jetzt hier machen. Tja, ich habe manchmal den Eindruck, das klappt auch bei kurzen Blöcken nicht. So, also, wir müssen das nur integrieren. Wir können uns wieder fragen, welche Funktion macht das zur Ableitung. Und wenn wir jetzt eben hier rangehen und sagen hier minus 1 durch Wurzel x, machen wir mal minus, nee, plus 2a Quadrat plus a Quadrat abgeleitet nach dx ist gleich genau das, was wir da hatten, nicht? Wenn Sie jetzt natürlich hier mal die, halt, da muss ich noch ein, nee, muss ich nicht, wollte gerade sagen, muss ich noch ein halb spendieren, aber muss ich nicht. Wenn ich das hier jetzt ableite, ist das ja minus hoch, also das Ganze hoch minus ein halb, macht zumal erstmal das Minuszeichen weg und führt dann ein halb dazu. Die innere Ableitung hier ist natürlich zweimal das, was da steht. Ich mache das ein halb wieder weg, ist also gerade x plus 2a durch Wurzel x plus 2a Quadrat plus a Quadrat hoch 3, ne? Also so rum kann man das sehen. Und dann wird die Spannung, dann ergibt sich eben, wenn ich hier wenn ich die Integrale hier aufführe, oder ein Integral aufführe, eben bei den Grenzen mit Grenzen minus aa, und zwar das Integral x plus 2a durch Wurzel x plus 2a zum Quadrat plus a Quadrat hoch 3 dx von minus a bis a führt zu dem, was ich dahin geschrieben habe, minus 1 durch Wurzel x plus 2a Quadrat plus a Quadrat an minus a und a macht an a 3, 9 Wurzel 10.
Und zwar minus, also minus 1 durch Wurzel 10a plus, das macht dann nur noch a, ist a Quadrat plus a Quadrat, 1 durch Wurzel 2a. Das Ganze taucht ja zweimal auf, sodass dann u zu wird, zu u ist gleich i durch 2pi kappa mal a mal 1 durch Wurzel 2 minus 1 durch Wurzel 10. Und das a steht da schon. So. Ungefähr 0,3908 mal i durch Pi, die 2 muss übrigens weg, weil ich das ja zweimal hatte. Da war es nämlich verkehrt. Pi Kappa A. Vorher hatten wir 2 Drittel. Jetzt haben wir 0,399. Also es ist ein bisschen weniger Spannungsabfall geworden, was ja logisch ist, weil ich mich ja an einer anderen Stelle befinde, ne? Da, wo nämlich aufgrund der Tiefe schon die Spannung abgefallen ist. Ist es nicht schön? Sieht gut aus. Sieht schlau aus. Ja gut, das ist jetzt... Was soll ich sagen? Ich meine, das ist eigentlich eine coole Sache, dass man jetzt solche Spannungsabfälle und sowas jetzt auch wirklich berechnen kann, ne? Also wenn man da zum Beispiel in die Erde irgendwo oder meinetwegen auch Elektronen in irgendwie in den Menschen versenkt oder sowas, um da irgendwie Herzströme oder sowas zu messen, dann kann man das tun und man kann sowas auch ausrechnen, wie da Felder sich verhalten, ne? Ja, die Anwendungen, glaube ich, in diesem Fall liegen tatsächlich weniger in der reinen Elektrotechnik als tatsächlich in solchen sekundären Sachen, also wo sie mit Elektrotechnik versuchen, Probleme zu lösen, also die Mauern der Römer finden, ne? Oder die Welle der Kelten oder irgendwie sowas, ne? Also Archäologie betreiben, das ist so ein Ding, ne? So, oder medizinische Probleme zu lösen, ne? Also medizinische Probleme werden ja auch ganz oft mit Hilfe der Elektrotechnik gelöst. Ne? Also nicht nur, also Röntgen selber ist natürlich ein physikalisches Phänomen, das will ich jetzt gar nicht für mich beanspruchen, aber die ganze Ansteuerung und Verarbeitung dahinter oder sowas ist natürlich ein elektrotechnisches. Ne? Also diese EEGs und EKGs sind ja elektrotechnische Probleme, ne? Die da angegangen werden. Und die beruhen letztlich auf, ja, da wird kein Strom irgendwie, Also da werden eher Ströme gemessen, als wirklich Ströme angespeist. Nicht? Aber das ist so ein prototypisches Modell dafür, was wir hier gerechnet haben. Ne? Und ohne das gerechnet zu haben, können Sie kein EKG wirklich bauen. Ne? Also dieses nur rumprobieren, das ist ja der Punkt. Ne? Kann ja auch sagen, so, ah, was soll diese theoretische Vorlesung immer so? Das macht hier gar keinen Sinn und wer tut sowas schon? Nicht? Aber ohne sowas in der Theorie wenigstens ansatzweise verstanden zu haben, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Dieses nur rumprobieren ist Bastelei. Ne? Das macht man eben dann nicht, ne? So. Und es ist vor allen Dingen teurer, ne? Also das hier ist immer noch, auch wenn Sie jetzt glauben, es ist Zeitverschwendung, aber dieses hier rechnen, eventuell auch simulieren oder sowas, ist natürlich wesentlich billiger als Prototypen bauen und ausprobieren, ne? Zumal, wenn Sie dann medizinisch sind, ne? Also ich würde ja nicht der sein wollen, an dem man es ausprobiert, ne? Also, ein Kollege von mir sagt ja immer, wenn er mal älter wird, hofft er, dass sein Herzschrittmacher in China designt wurde. Ne? Also das weiß ich nicht. Ich kenne das chinesische Ausbildungssystem natürlich auch nicht. Ne? Also nicht in der Tiefe, aber... Sie finden in, ich glaube, es ist noch ein bisschen anders, also es steckt noch mehr Druck drin im chinesischen System. Ne? Und
weiß gar nicht, wer das war. Ich meine auch, war das nicht sogar in Ihrem Jahrgang irgendjemand, der dann irgendwie meinte, er hätte ja gar keine Chance, weil auch in seinem Studiengang irgendwie, da wären auch irgendwie Leute aus Osteuropa oder sowas und die wären ja in Mathe sehr viel besser als er und er hätte ja gar keine Chance. Hä? Also ja, wenn Sie gerade in die Mathe, in die reine Mathematik reingucken, dann gibt es da schon sehr, sehr viele ja, Osteuropäer, die da in der Vergangenheit extrem viel gute Sachen gemacht haben. Also gerade, was in die Theorie reingeht. Nicht? Also ich sage immer so ein bisschen lästerlich, wenn die sibirischen Winter kalt sind, ne? Was willst du denn anders machen, als Integraltabellen aufstellen? Ne? Also, dann setzt du dich halt irgendwie mal den Winter hin und nimmst dir, suchst dir irgendwelche Funktionen aus und leitest die ab und dann schreibst du es andersrum auf. Ne? Das ist ja eine Integraltabelle dann. Ne? So. Und also schon insbesondere die alte Sowjetunion hat da einen erheblichen Beitrag zur Mathematik geleistet. Ne? Muss man schon sagen. So, und ich glaube, dass die mindestens in der jüngeren Vergangenheit, wie es heute ist, weiß ich nicht, also mindestens in der Vergangenheit auch noch mehr Wert auf mathematische Grundfähigkeiten gelegt haben. Ne? So wie stupides Algebra, ne? Rechnen. Rechnen, rechnen, rechnen. So Integrale einfach mal so aus dem Stand lösen können oder so. Ne? Womit wir uns oder Sie sich insbesondere alle schwer tun. Ich glaube nicht, dass Sie das alle rausgekriegt hätten, diese Integrale. Ne? Nee, in der Zeit nicht, aber auch nicht in längerer Zeit. So, jetzt machen wir ein bisschen was Entspannenderes, ne? Bitte? Wolfram Alpha 1, dann klappt es schon. Mit Rechnungsweg. Ja, Leute, das ist eben nicht die Lösung, ne? Nee, das ist eben kein Spaß. Das ist, also ich glaube tatsächlich, also wenn ich das beobachte, ich weiß nicht, ob ich das drauf lassen darf auf dem Ding da, ne? Aber ich beobachte, und so, also so richtig blöd ist der Ansatz ja auch nicht, ich beobachte es ganz, ganz schnell, wenn in Ihrer Generation jemand nicht weiter weiß, dann geht sofort der Google an und dann wird gesagt, oh, da finde ich doch ein Tutorial oder werde ich doch irgendwas anderes und so weiter machen können, ne? Also wird es immer versucht, das auf dem Wege zu lösen. Das war also neulich in der LabVIEW-Übung, da in der Messtraining im anderen Kurs, war da auch jemand, der sagt, ja dann, also es gibt ja einen, der schon gelöst hat und ich gucke dann einfach nach und dann mache ich es genauso. Das ist sicherlich irgendwie ein Lösungsansatz, aber das ist nicht unbedingt der originäre, auch nicht der mit Anspruch, ne? Sondern es ist schon auch der Anspruch, das Problem selber verstanden zu haben und selber lösen zu können. Ne? Deswegen dieses mit dem Wolfram. Also auch diese Diskussion tobt ja und die ist auch für mich offen. Nicht? Man kann natürlich die Diskussion führen, macht das Sinn? Also wenn es denn ein Computerprogramm gibt oder sogar einen Webzugang gibt, der noch nicht mal was kostet, der mir diese Probleme mit dem Integral löst, warum soll ich den nicht nutzen? Oder wo ist die Grenze, wo ich es nicht mehr nutzen soll? Taschenrechner nehme ich ja auch. Nicht? Also Pi weiß ich auch nicht. Also gut, ich weiß es jetzt bis auf ein paar Stellen auswendig. Nicht? Aber ich würde mir auch nicht Pi auswendig lernen oder mit einem Rechenschieber wieder daherkommen. Ne? So, das macht auch keiner, sondern investiert gerade mal 20 Euro und hat so einen Taschenrechner da, ne? Weil es nicht ökonomisch ist. Aber wo ist die Grenze da, ne? Und wo kommt die Grenze, dass man eben den Bezug zu diesen Dingen einfach völlig verliert und das Gefühl für diese Dinge auch einfach völlig verliert? Das ist ja die Frage, ne? Und einfach nur noch sagt so, okay, weiß ich nicht, ich merke es mir auch nicht, ich will es auch gar nicht können, ich mache einfach irgendwer, im Internet wird es schon geben, ne? So, und dann verliere ich nämlich auch ja eigentlich meine technische Daseinsberechtigung, ne? Also bestimmt nicht meine als Mensch, aber die als Techniker, ne? Weil derjenige, der die Wolfram-Webseite aufrufen kann, der kann auch sonst wo sitzen und einen Bruchteil eures Geldes kriegen. Also das ist einfach der Punkt, ne? So, selbstverständlich wird niemand von Ihnen im Berufsleben da sitzen und so ein Integral lösen. Kommt nicht vor. Das ist auch bei mir nur vorgekommen, als ich promoviert habe. Da habe ich tatsächlich Integrale gelöst, aber das ist schon eine Sondersituation, nicht? In der Industrie macht das keiner. Okay, so, Kondensate mit Verlusten. Es liegt eine Plattenkondensate mit einer Plattenfläche von einem Quadratmeter und einem Abstand von 10 Mikrometer vor. Also, 7,2. Kondensator mit Verlusten. Also, wir haben hier
A gleich 1 Quadratmeter, ist nicht ganz maßstäblich gezeichnet, D gleich 10 Mikrometer. Das Dielektrum hat ein Epsilon R gleich 80 und eine Leitfähigkeit von Kappa gleich 10 hoch minus 9 Siemens pro Meter. Berechnen Sie das elektrische Feld und die Stromdichte in dem Dielektrikum. Randfelder können vernachlässigt werden. So, das ist einfach nur ein Plattenkondensator. A, Plattenkondensator. Und da ist natürlich E gleich U durch D. Ich schreibe jetzt den vektoriellen Charakter einfach nicht hin. Ich glaube, Sie wissen in etwa, in welche Richtung das geht. Und dann ist natürlich D gleich Epsilon 0 mal Epsilon R mal U durch D. Diesen Zwischenschritt spare ich mir auch. Und Sie könnten jetzt noch ausrechnen, was J ist oder S. Ich bleibe mal bei S, ne? Auch wenn in der Musterlösung, ich habe eigentlich für die Stromdichte immer lieber J genommen. S ist gleich Kappa mal E. Diesen Zusammenhang gibt es ja auch. Also gleich Kappa mal U durch D. Und da stehen ja schon ein paar ähnliche Dinge übereinander, ne? So, damit haben wir das elektrische Feld und die Stromdichte ausgerechnet. Ohne jetzt irgendeinen Strom angenommen haben zu müssen. Das hätten wir ja auch machen können, einfach einen Strom annehmen, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben einfach nur gesagt, wir kennen das elektrische Feld schon über den Spannungszusammenhang. Warum soll das jetzt hier anders sein? Ne? Geben Sie das konzentrierte Ersatzstadtbild des Kondensators an, also rechnen Sie C und R aus. B. Das war schon A. Ja? Das ein bisschen was ganz anderes als eben, ne? Wie viel weniger überlegen und so. Geben Sie das konzentrierte Ersatzstadtbild eines Kondensators an. Ja gut, ich habe da jetzt auch nur die fertigen Werte genommen. Nicht? Ich meine, man kann das jetzt aus den Feldern noch ausrechnen. U hätte man, könnte jetzt natürlich hier raus schnell den Strom ausrechnen. Ne? Also letztlich kommt man auf C gleich Epsilon 0 mal Epsilon R mal A durch D und R gleich 1 durch Kappa mal D durch A. Ne? Das ist die Formel, die Sie jetzt hoffentlich alle auswendig können. Ne? Nachdem wir da neulich so Probleme mit hatten. Und kommen hier auf 70,83 Mikrofarad und hier auf 10 Kiloohm. Und das ist die Ersatzschaltung, ne? Mit den entsprechenden Verzweigungspunkten hier. So, und jetzt kommt eine Wiederholungsaufgabe. Das ist ja auch immer wichtig, dass man immer mal wieder schon bekanntes Wissen nochmal wiederholt. Über lange Zeit waren die Platten mit einer Spannungsquelle, jeweils Plus- und Minuspol, mit U gleich 25 Volt verbunden. Berechnen Sie und zeichnen Sie den Spannungs- und Ladungsverlauf über der Zeit in einem sinnvollen Intervall. Was brauchen wir dafür? Ja, stell die Lösung mal schon. So, ich habe ja nur die. Aber haben Sie die nicht dabei? Oh Leute. So, das ist die Aufgabe. Also eigentlich ist es bloß eine ganz normale Kondensator-Entladeaufgabe, ne?
Also, wir brauchen die Zeitkonstante, wenn wir einen ganz normalen Entladevorgang berechnen wollen. Ne? C, Zeitkonstante Tau. Zeitkonstante ist, glaube ich, falsch, ist Koeffizient, aber ist auch egal. Tau gleich, und was ist Tau? R mal C, und das ist gleich? Jo, kann man auch machen, genau. Epsilon 0, Epsilon R mal Kappa, aber Sie haben wahrscheinlich recht, das ist sicherlich einfacher, als das da eintippeln zu müssen. In jedem Fall kommen wir auf 0,708 gleich 0,708 Sekunden. Und wie ist U von T? Bei wie viel Volt fangen wir an? Bitte? Bei 25 Volt, ne? 25 Volt mal, und dann ist es was für eine Funktion? Einfach nur eine E-Funktion, die abfällt, ne? E hoch minus T durch 0,708 Sekunden und Q von T ist gleich. Jetzt brauchen wir tatsächlich das C, ne? Das ist C mal U von T ist gleich, wie viel Coulomb waren das? 1,771 Millicoulomb, das ist relativ viel. E hoch minus T durch 0,708 Sekunden. Und ich mache jetzt nur eine Skizze hier, in der Klausur wäre das nicht genügend. Also von 25 Volt geht es hier runter bis, naja, hier ist meinetwegen 3,5 Sekunden, ne? Also 5 Tau oder sowas hätte man da dann genommen, ne? Weil nach 5 Tau ja dann 99% des Entladevorgangs abgeschlossen ist, ne? Sind wir zufrieden? Ja, die Aufgabe. Ja, nee. Schön war die andere. Diese Aufgabe ist leicht. So. Also ich fand die andere tatsächlich besser, weil man da viel, also erstmal kann man ein bisschen mehr dran lernen und außerdem kann man auch mehr gucken. Also da steckt ja viel mehr drin als in dieser hier, ne? Gut. Okay, der Bügel. Machen wir nochmal den Bügel, ne? Den kann man sich jetzt ja fragen. Ich lege dann hier mal das Bild auf. Warum überhaupt rechnet der Oberschmidt so ein blödes Ding hier mit so einem quadratischen oder rechteckigen Querschnitt hier, wo doch eigentlich alle gebogenen Drähte rund sind? Ne? Warum tut er das? Weil er nur das kann, weil er nämlich den runden Draht rechnen, den runden Drahtbügel rechnen mit einem runden Querschnitt hier, nicht wirklich rechnen kann. Also er wird es vielleicht noch hinkriegen mit ein bisschen gucken. Aber den Studenten das zu vermitteln, so dass sie es dann eben auch einfach so mal können, wird eben noch mal schwieriger. Ne? So, die müssten nämlich dann über, sie wissen ja, wie das funktioniert, sie würden ja eigentlich hier nur immer so ein, also rechnen wollen wir jetzt ja verschiedene Widerstände, nämlich einmal den Widerstand von A nach B und einmal auch den Widerstand von C nach D. Ne? So, und die müssten den ja dann über einen runden Querschnitt rechnen. Und das ist sicherlich, also auch wenn es von A nach B geht, das ist eben aufwendig, weil sie eben über den Kreis integrieren müssten. Und zwar nicht ein Kreis, der genau zentriert ist um irgendwas, um ihren Mittelpunkt, sondern der irgendwo da liegt oder da liegt. Ne? Sicherlich kann man da ein bisschen schieben, aber so richtig viel nicht. Und das macht es eben mathematisch aufwendig. Also gut, berechnen Sie die Widerstände zwischen den Flächen A und B, so wie... Ich kann auch die ganze Aufgabe hier noch hinlegen. So. Bügel, Bügel, Bügel. Ein bisschen kleiner können wir es machen, können Sie es trotzdem noch sehen. Ne? So. Zwischen A und B sowie zwischen C und D. Also diese beiden Dinger soll man hier rechnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Flächen ideal angeschlossen werden, also dass wir hier
wenn wir C nach D rechnen, hier einen idealen leitenden Belag haben, oder wenn wir A nach B rechnen, hier einen ideal leitenden Belag jeweils haben. Natürlich nicht beides in beiden Fällen, ne? Denn dann hätten wir den ganzen Bügel kurz geschlossen. Okay. Na gut, legen wir los. Wir fangen natürlich erstmal mit RAB an. Werte gibt es auch noch, die stehen da oben, schreibe ich nicht ab. RAB. So, was machen wir? Wir suchen uns ein Stromelementchen, ne? Oder suche einen Stromfaden. Damit ich das hier richtig mache, muss ich auch mal hier das Bild, lasse ich einfach liegen. So. Und naja, was war das denn jetzt schon wieder? Ein Stromfaden und den muss ich ja eigentlich nur aufintegrieren. Was habe ich denn da gemacht? Ja, kann ich auch das mal neu, kann ich mal machen. Okay, U ist dann ja also gleich 1 durch Kappa mal. Ne, ich setze es nochmal anders an, damit man dem folgen kann. Ich fange an irgendwie E. Was habe ich denn hier getan? EDS ist sinnvoller. So, also ich laufe einfach nur hier so einer elektrischen Feldlinie nach, die hier rübergehen soll. Beide Stellen hier haben natürlich das gleiche Potenzial, haben nicht das gleiche Potenzial, aber beide Flächen sind Äquipotentialflächen, weil der ideal angeschlossen, ne? So, und mit E gleich Kappa mal J mal S. Muss ich mal umdichten, kann ich dann die Stromdichte da einsetzen. Okay, da ist vielleicht noch gar nicht mal unbedingt viel gewonnen. Was ich aber auch weiß, der Stromfaden ist rein azimutal, also der läuft, wenn hier A ist und da B, AB, dann kann ich hier irgendwo mir einen Radius R definieren und der Stromfaden läuft so hier rum und das hier ist dann ja genau die Phi-Richtung, ne? Das heißt azimutal, ja. Also Stromfaden läuft nur in Phi-Richtung. Vielleicht hätte man das auch einfach raten können, aber ich leite es jetzt einfach her. Damit ist dann ja U gleich 1 durch Kappa mal Integral S, die Stromdichte auf eben in einem Abstand von R, von da in den Bügel natürlich, ne? S von R dS. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie denn der Stromfaden verläuft. Der ist einfach rein azimutal, also da gibt es keinen Querstrom hier in irgendwelche Richtungen da. Das macht jetzt gar keinen Sinn bei dieser Beschreibung. Und ich muss das Ganze noch mit Realleben füllen. Da sollte ich vielleicht ein ds draus machen, dass ich über den Weg integriere. Und dann hätte ich hier 1 durch Kappa mal Integral von 0 bis Pi, weil ich ja genau einmal rumlaufe. Eigentlich laufe ich von, ja, ich lasse einfach von 0 bis Pi laufen. S von R oder eigentlich S Phi von R, R d Phi, das Element, um das ich in jedem Schritt hier infinitesimal mich ändere, ist eben R mal d Phi, weil immer wenn ich hier so ein kleines Delta Phi-chen laufe an der Stelle, dann ist das natürlich umso größer, je weiter ich vom Ursprung entfernt bin, ne? Weil um den gleichen Winkel zu überstreichen, ich eine größere Strecke gehen muss, ne?
So, das S-Phi ist konstant. Und wenn ich das als konstant annehmen kann, kann ich es auch rausziehen. Ist gleich S-Phi von R durch Kappa mal Integral von 0 bis Pi. Das R kann ich auch noch davor schreiben. D-Phi, das kollabiert zu einem einfachen Pi, sodass hier rauskommt S-Phi von R durch Kappa mal R mal Pi. Und ich habe dann das S-Phi von R ist gleich U durch mal Kappa durch Pi mal R. Gut. Wie gesagt, das hätte ich wahrscheinlich auch als Stromfaden raten können. Ne? Dann habe ich natürlich noch den Strom, den ich brauche, weil ich habe jetzt ein U angenommen und ich will ja einfach ein U durch I hinterher mir ausrechnen können. Also brauche ich noch I. I ist das Flächenintegral natürlich von S Phi von R über die über die Querschnittsfläche. Ich schreibe es jetzt mal nicht vektoriell hin, obwohl das könnte ich eigentlich tun. Auch das würde nichts machen, denn unsere Querschnittsfläche A dA hat natürlich auch den normalen Vektor genau in Stromrichtung, also auch das kollabiert wieder zu einer ganz einfachen skalaren Gleichung. Ich das ausführe und dann muss ich integrieren von klein r bis groß R, das ist hier in der Grafik unten angegeben. Dann muss ich integrieren über den in die Tafel reingehenden Querschnitt von 0 bis b. Und dann muss ich noch hinschreiben, was ich integrieren muss, nämlich u mal Kappa durch Pi mal R. Und jetzt muss ich mir das Flächenelement noch angucken, wie groß das ist. Ich integriere einfach in R-Richtung, da ist einfach dieses Wegelement einfach nur dr, einfach nur r nach außen. Und ich integriere, ich habe es die z-Richtung genannt, noch in die z-Richtung, dann ist das einfach noch dz. Wir haben im Prinzip ein begrenztes zwar, aber letztlich ein zylindersymmetrisches System. Kein Kugel oder sonst irgendetwas. Okay, das integriert die Integration über z, da sich über z nichts tut, ist das einfach hier die Multiplikation mit b. Die Integration über r führt auf den Logarithmus hier. Ne? Und damit kommen wir auf i ist gleich u mal Kappa durch Pi mal b mal ln, der Große über dem Kleinen. Und damit ist r gleich u durch i. Wir müssen einfach, das u war ja angenommen, einfach nur umkehren. Also Pi durch Kappa mal b mal ln r durch r. So, macht hier ungefähr 50 Milliohm mit den Werten, die wir da hatten. Da haben wir noch eine. So, CD. Sind Sie soweit? Oder brauchen Sie noch Zeit? Wieder was? Eine ganze. So, machen wir das von C nach D. RCD. Ich habe hier das Ding. Und jetzt gucke ich mir immer so ein Stroh, so ein Widerstandselementchen hier an, das irgendwo bei R liegt. Und das hat natürlich die Dicke dr und den Querschnitt, der von R abhängt. Ne?
Also kann ich das relativ einfach ansetzen als irgendeinen Querschnitt, so einen differenziellen Widerstand dr, den ich mal annehme. Das ist einfach nur 1 durch Kappa mal die Länge dieses Dings. Das ist nämlich dr durch die Fläche dieses Dings. Das ist Pi mal r mal b. Das b, die Dimension, habe ich nicht hier reingezeichnet. Ne? So, integrieren wir es. RCD ist gleich das Integral von klein r bis groß r. 1 durch Kappa mal dr durch Pi r mal b. Führt auf den Logarithmus Naturalis. Nur steht der jetzt ganz woanders. Also 1 durch Pi Kappa mal r mal ln r durch r. Halt, das r kommt natürlich da weg. Das ist ja integriert worden. So, das ist ein bisschen spannend, ne? Also man kann das, also ich finde es schön, das ist aber nicht eher im Auge des Betrachters mal wieder jetzt die Schönheit, ne? Das ist ja ziemlich ähnlich wie das da, ne? Also das B habe ich vergessen. Kappa mal B, hier steht natürlich jetzt noch, hier steht das Pi oben, da nicht. Ja. Also wir kommen hier jetzt auf ungefähr 20,28 Milliohm. So, jetzt geht es noch darum, wie ist das Verhältnis? Das ist mehr so eine akademische Aufgabe, die fand ich gerade toll. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal. Wie ist das Verhältnis von R durch R zu wählen? R durch R, so dass RAB gleich RCD ist, ne, müssen wir einfach nur hinschreiben, ne? Also Pi durch Kappa mal B mal ln R durch R ist gleich 1 durch Pi mal Kappa B mal ln R durch R. Wir sortieren um und kommen auf Pi Quadrat gleich ln R durch R Quadrat. Und das heißt also letztlich, dass R durch R gleich E hoch Pi sein muss. Und das ist ungefähr 23,14. Das fand ich jetzt einfach schön, das alles. Also es ist freies Land. Es kann sein, dass Sie das nicht schön finden. Das ist Ihr gutes Recht. Dass das eine praktische Bedeutung hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, 23,14 halt. Also, ja. Also das Ding muss halt wesentlich dicker als, also der Außenradius muss wesentlich größer als der Innenradius sein. Das ist eigentlich die Aussage hier. Oder sehr viel größer, ne? Wenn Sie jetzt einen Innenradius von 1 Zentimeter haben, dann ist der Außenradius schon 23 Zentimeter, also ein ziemlich dickes Teil, ne? Also definitiv kein, damit sind wir, das war übrigens B, also sind wir bei Aufgabe C, kein schlanker Bügel. Beim schlanken Bügel ist nämlich R ungefähr R. Aber natürlich nicht gleich, weil wenn gleich, dann unendlich dünn, dann nichts mehr, ne? So, und wir können die Näherung verwenden, oder wir verwenden die Näherung. Hier, ich lege es nochmal als Aufgabe auf. Da bestimmen Sie in einer Näherung für schlanke Bügel, bei dem beide Radien nur leicht von einem mittleren Radius abweichen. Berechnen Sie den Wert für oben genannte Zahlenwerte und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. Also da geht es auch so ein bisschen wieder um Denken. Also die Querschnittsfläche ist dann Querschnittsfläche ist natürlich A ist gleich B mal R minus R. Das war sie vorher auch. Da ist irgendwie nichts Neues bei, ne? Und die Länge eines Fadens, Länge eines Stromfadens
ist dann natürlich L gleich Pi mal R plus R halbe, also genau der Mittelwert, der da genommen wurde, nicht? Sie machen, wenn Sie den Mittelwert nehmen, halt weniger Fehler, als wenn Sie den kurzen Weg oder den langen Weg nehmen. Sie nehmen halt den mittleren Weg, ne? Bei dem gebogenen Ding. So, dann haben wir natürlich RAB gleich 1 durch Kappa mal L durch A gleich einfach eingesetzt. Dann kommen wir auf Pi durch 2 Kappa mal R plus R durch R minus R. Und ich habe mal wieder das B vergessen, das dahin kommt. So, deckt sich in der Formel, naja, also Pi haben wir hier schon mal gefunden und Kappa und B hat hier, steht hier auch, nur steht hier natürlich im Nenner was völlig anderes, nämlich 2 ln R durch R und da oben steht R plus R durch R minus R, nicht? Also die ganz gleichen Formeln haben wir eben hier nicht, was ja auch zu erwarten war, ne? Aber wir können erstmal ausrechnen, was der Zahlenwert hier ist, nämlich 67,7 Milliohm. Verglichen mit den 50, die wir vorher hatten, ne? Ich verwirre Sie. So, wie kriegen wir das überein? Also auch. Stellt mir einfach ein Sofa hier hin, auf das ich mich setzen soll. Da sitze ich nicht. Mich hier hin. Ja. Die rote oder die graue Ecke? Ja, genau. Oder hier so eine Gartenliege, so mit Füße hoch und so. Die Schranke, aber in die Richtung, ne? Da kommt der Wind nicht so, ne? Ja, genau. Und immer 2 in 1, ne? Okay, so. Kriegen wir das irgendwie überein? Also eigentlich, das ist jetzt eher so eine mathematische Frage, eigentlich müsste ja durch eine Näherung für R ungefähr R das eine, das Richtige da unten umzuformen sein in das da. Ne? Müsste eigentlich gehen. Und wenn man dann mal nachguckt, was denn so der Logarithmus hergibt, dann ist ein ln x ungefähr für kleine x, nee, für x um die 1, 2 mal x minus 1 durch x plus 1. Also kann man irgendwie bei Bronstein die Semenjajew nachlesen, wahrscheinlich habe ich es auch genau daher. Oder irgendwie in Mathe ist es mal so eine Näherung mal gelaufen. Nicht? Also wie kann ich so einen Logarithmus nähern? Um die 1 herum. So, und damit wird natürlich ln r durch r zu 2 mal, ich multipliziere gleich aus, groß R minus klein r durch groß R plus klein r. Und wenn ich das jetzt mal da einsetze, entsprechend kriege ich genau das daraus. Also ist jetzt sicherlich eine Argumentation von hinten durch die Brust ins Auge. Also erstmal richtig rechnen, dann genähert rechnen und dann gucken, ob ich eben von dieser Näherung auch auf diese Näherung komme. Und ja, das geht. Also auch mit mathematischen Methoden, nicht nur mit physikalischer Anschauung. So. Es gibt nur eine. Also wissen Sie, das ist so ein bisschen ein Tick von mir. Nicht? Also wenn ich mal eine Aufgabe habe, dann rechne ich die auch, bis mir nichts mehr einfällt. Ist vielleicht kein unbedingt positiver Zug, aber so mache ich das halt. Also da möchte ich über die Aufgabe auch alles wissen. Also werden Sie bei einigen meiner Übungsaufgaben feststellen, dass das so gemacht ist.
und setzt voraus, dass man sich eben auch mit dem Thema dann wirklich intensiv auseinandersetzt. Und dann hat man eben den auch verstanden vielleicht, ne? Diesen komischen Bügel da. Also verwenden Sie oben genannte Interpretation, um den Widerstand RAB eines runden Drahtes mit Durchmesser D gleich 2 mm und Biegeradius R gleich 20 mm zu berechnen. So, und da können wir natürlich ausrechnen in D, der Querschnitt. Querschnitt A ist gleich Pi Viertel D Quadrat. Also Pi mal R Quadrat, und weil ich nur D habe, setze ich halt das ein. Und die mittlere Länge ist L gleich Pi mal R plus D halbe, das ist eben der Biegeradius, das ist ja der innere Radius von dem Ding, plus eben der Radius des Drahtes hier, was D halbe ist. Wenn ich das jetzt einsetze, dann habe ich RAB gleich 1 durch Kappa mal L durch A gleich 4 Pi Kappa mal D Quadrat durch Pi mal R plus D halbe. Und das war's auch. Ich kann natürlich jetzt die Pis noch wegmachen. Das heißt, ich komme hier auf 4 durch Kappa mal R plus D halbe durch D Quadrat. Und das sind jetzt ungefähr 6,68 Ohm. So. Staunen? Nö, ne? Bitte? Natürlich ist das eine Punktlandung. Wir glauben gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, die Vorlesung so vorzubereiten, dass man das alles so perfekt hinkriegt.